Hey, Mystic von TR Gaming wieder zurück mit Mass Effect 2. Wir sind hier auf der Normandy mal wieder. Wir haben ja in der letzten Folge diesen einen kleinen Planeten da besucht. Ich will kurz mit jemandem sprechen hier. Und zwar mit dem Herrn hier vorne. Wo ist er? Hier. Servus. Commander. Gehe ich recht in der Annahme, dass hier oben alles reibungslos läuft? Ich will die Gelegenheit aus der Normandy, alles rauszuholen. Ich muss nur die Antriebsleistung justieren, dann wird es so sein, als hätten wir sie nie verloren. Die Sicherheitsvorgaben raten von Manipulationen am Antrieb ab, während die Maschinen Energie führen und in Gebrauch sind, Mr. Moreau. Commander, können wir das Ding nicht abschalten? Ich kann es in meinem Arbeitsalltag wirklich nicht brauchen. Ich habe keine Zeit, den Babysitter für Sie zu spielen, Joker. Sie müssen sich damit arrangieren. Klar, Diskussionen mit der Gegensprechanlage. Nicht gerade meine Stärke. Es ist Ihr Problem, nicht meins. Ja. Danke vielmals. Ich werde es mir merken. Ja, bis dann. Ich glaube, das haben wir schon mal gesprochen mit ihm. Idi. Lass ich es mal da. Scheiß auf Idi. Ich gehe mal kurz mit Miranda labern. Nur mal kurz schauen, wo die ist. Müsste ja irgendwo unten sein, glaube ich. Wenn ich mich nicht irre. Aber das sehen wir ja gleich. Wenn ich hier reingehe, dann sehe ich ja, wo ist. Morin Solus ist hier. Mannschaftsquartiere, hier Miranda Lawson ist unten. Garrus Vakarian auch. Hier kurz nach unten. Crew Deck. Na, ihr beiden, was geht hier? Commander an Bord, ich stehe nicht mal auf, weißt du. Scheißegal. Wayne auf den Commander. Shepard, die Damentoilette ist auf der Steuerbordseite des Schiffes. Das ist auch sowas Geiles, siehst du? Ich gehe in eine Herrentoilette rein und dann kriege ich so, ja, die Damentoilette ist im Fall auf der anderen Seite. Ach nee, da wollte ich eigentlich gar nicht hin, aber egal. Ich finde das cool, das gefällt mir, sind Sachen, die stellen mich auf, wenn ich ein Mal Spiel spiele. Mal wieder das Überraschungsmenü. Muss das sein, Rupert? Tut mir leid. Merkt ihr das nicht, was aus der Kantine kommt, oder was? Servus, Miranda. Was kann ich für Sie tun? Haben Sie eine Minute Zeit, Miranda? Sie haben sicher eine Menge Fragen. Cerberus ist nicht so böse, wie die meisten glauben. Wenn ich Ihre Zweifel zerstreuen kann, werde ich das gerne tun. Also, was möchten Sie wissen? Erzählen Sie mir von sich, Miranda. Das ist nur fair. Das ist auch wichtig, dass man mit den Crewmitgliedern auch ein bisschen interagiert und schaut, was sie wissen und so, wer sie überhaupt sind. Ich umfassend genetisch modifiziert wurde. Es war nicht meine Entscheidung, aber ich mache das Beste daraus. Das ist einer der Gründe, warum der Unbekannte mich ausgewählt hat. Was immer ich tue, ich bin meistens ziemlich gut darin. Von welchem Ausmaß an genetischer Modifikation reden wir hier? Sie war ziemlich umfassend. Ich bin in vielerlei Hinsicht überlegen. Meine Wunden heilen schneller. Und ich werde wahrscheinlich 1,5-mal so lange leben wie ein Durchschnittsmensch. Meine biotischen Fähigkeiten sind auch sehr weit entwickelt. Für einen Menschen. Dazu kommen das beste Training und die beste Ausbildung, die man für Geld kaufen kann. Das Ergebnis ist wirklich ziemlich beeindruckend. Klingt, als hätte man sie dazu geschaffen, perfekt zu sein. Mag sein, aber ich bin es nicht. Ich bin noch immer ein Mensch, Shepard. Ich mache Fehler, wie jeder andere auch. Und wenn ich welche mache, sind die Konsequenzen meistens weitreichend. Alle erwarten ziemlich viel von jemandem mit meinen Fähigkeiten. Danke für die Information, Miranda. Wir reden später weiter. Natürlich, Commander. Wenn ich jetzt gesagt hätte, sie sei eingebildet, dann hätte ich möglicherweise eine zukünftige Mitarbeit bzw. eine zukünftige mögliche emotionale Bindung zerstört. Chef, brauchen Sie was? Nee, lass mal. Wir reden später, Garrus. Ich bin hier, wenn Sie mich brauchen. Ja, Mann, ist gut, passt, alles okay. Um welchen Teil des Schiffs handelt? Das ist vorerst alles. Jo, tschüss. Ich melde Sie ab, Shepard. Ja, ist gut, Edi. Passt alles soweit. Gut, dann müssen wir jetzt eine neue Mission suchen gehen. Mission. Also Kampfzentrum, Skiz und los. Das lädt so brutal schnell, Mann. Ja, passt schon. Dann holen wir jetzt als nächstes den Omega Massenportal. Omega, das war hier, ne? Jo. Fliegen wir hier hin. Wenn ich kein Benzin mehr habe, bin ich gefickt. So. Und wir wollten natürlich hier zum... Nee, Massenportal. Genau, weil wir wollen nämlich zum Krogana abholen.
Aka Rex heißt der Typ. Voll der coole Typ. Und ab die Post. Los geht's. Kroganer rekrutieren. So. Wunderprächtig. Landen. Ich muss unbedingt noch ein bisschen von den Rohstoffen sammeln, aber das könnte ich theoretisch auch auf Kamera machen. Das ist nämlich relativ langweilig. Ich habe es ja in der letzten Folge gezeigt oder vorletzten, ich weiß es nicht mehr, wo wir diese Planeten gescannt haben und geguckt haben, was es da so an Rohstoffen gibt. Das bringt nichts, wenn ich euch das hier zeige. Gut, Jack nehmen wir mit und Miranda nehmen wir mit. Die beiden sind meiner Meinung nach ziemlich die besten. Singularität lasse ich erstmal weg, das Kram. Ich warte, bis ich hier Ziehen freischalten kann. Was muss ich tun? Erfolgreich, Singularität, Rang 2. Aha, dann muss ich so oder wohl oder über. Und hier brauche ich Ziehen, Rang 2. Okay, so. Hier Jack, Upgrade nix. Miranda, Upgrade nix. Gut. Dann wenden und los. Ich habe nicht aufgepasst, ich weiß nicht, wie dieser Planet wieder heißt. Ist auch im Prinzip egal. So, wo sind wir hier? Befehle über Lautsprecher verkünden? Reiz. Bleiben Sie konzentriert. Wir suchen einen Kroganer Warlord. Kroganer Warlord. Kroganer sind ziemlich üble Typen. Die haben ziemlich üblen Charakter. Sie alle müssen sich ihren Platz in der Armee erst verdienen. Suchen wir hier ein bisschen Rohstoffe, keine Ahnung, wie wir hier was finden. Ich frage mich, nach wem die wohl Ausschau halten. Entdeckung, Entdeckung, Entdeckung. Und abgepasst. Ah, hier erstmal meine Lieblings. Das hier. Ich hab euch alle. Bratz! Und tschüss. Habe ich jetzt überhaupt. Nee, auf die Pistole habe ich ja nicht upgradet, soweit, wenn es mir recht ist. Ja, eben. Einer down. Letzte. Der ist auch da. Sehr gut. Wir haben das erledigt. Hier hinten gibt es nichts mehr zu holen. Immer aufpassen, dass man hier nichts auslässt. Sind wir hier relativ doof. Verwunderter Söldner. Na, was, mit wem hast du dich denn angelegt? Scheiße, scheiße, es hört nicht auf zu bluten. Ich werde ein Stück. Was geht denn bei dem ab? Sieht gar nicht so schlimm aus. Das muss er aber nicht erfahren. Ich wusste, dass es keine Berserker waren. Nicht auf die Entfernung. Sie sind Söldner oder Allianz. Ich werde Ihnen gar nichts sagen. Sie sind nicht in der besten Lage für Verhandlungen. Ich suche einen Kroganer namens Okir. Wen? Sie wissen bereits mehr als ich. Ich erledige nur Kroganer. Der Alte im Labor lässt ständig verrückte Kroganer hier unten los. Jador hat ihn angeheuert, damit er ihr eine Armee zusammenbaut. Aber die von ihm hergestellten Kroganer sind wahnsinnig. Wir benutzen sie für Zielübungen mit scharfer Munition. Es ist doch alles Mist. Ich kriege nicht genug Kohle, um hier zu verbluten, verdammt. Außenposten 4. Jador will von hier weg. Wir brauchen die Koordinaten von diesem Kroganer-Pack. Siehst du, jetzt habe ich hier die Möglichkeit, nicht diese beiden Sachen auszuwählen. Kein Wort. Nicht antworten. Scheiß drauf. Patrouille, hier ist Außenposten 4. Wir wurden überrannt. Fehler. Außenposten, Posten 4. Verdammte Kroganer. So, das war jetzt vielleicht nicht die beste Entscheidung. Unser Warlord züchtet also Kroganer in Jedors Labor. Hoffentlich hat Okir dafür eine Erklärung. Das war jetzt wahrscheinlich nicht die beste Entscheidung, dass ich den abgeknallt habe, aber whatever. Ich habe ihm gesagt, er soll nicht antworten und er hat es trotzdem getan. Deswegen musste er dafür bezahlen. Das ist nicht mein Problem. Ich habe aber jetzt die Lust im Abtrünniger. Im Prinzip ändert das nicht wirklich was, eben außer dass ich diese Situation, diese Möglichkeiten nicht habe. Warum tust du das nicht? Na, das kommt nicht bis dahin. Dann haben wir das hier. Also eben die Jack, beziehungsweise hier Subject Zero. Sie ist auch eine Biotikerin, weil sie auf ihr Experimente durchgeführt wurden oder an ihr Experimente durchgeführt wurden und dementsprechend hat sie halt diese Fähigkeiten, die halt normale Menschen sonst nicht haben.
Hier den alten geben wir das und ich werfe den anderen runter. Ihn erwischt da unten. Ah ne, ich habe denselben erwischt, deswegen ist er auch geflogen. So kann man die natürlich easy peasy ausschalten, ne? Wenn man sie wirft von der Brücke kommt. Da ist halt sau blöd, wenn man auf einer Brücke oben steht. Wieder dasselbe Problem. Hier, ziehen bitte. Das hat wehgetan. Ja, das war auch ein Headshot, deswegen hat's wehgetan. Selbst schuld! Muss er nicht mit mir anlegen, kein Problem. So, sollen wir jetzt lang hier oder? Da hinten ist auf jeden Fall was los. Schieben wir auch kurz in Deckung. Raketenwerfer, ganz toll. Einmal ziehen bitte. Dann gehen wir hier einmal kaputt machen. Ja, ich habe wieder falsche Waffe ausgezogen. Machen wir hier so mal. Raketenwerfer erledigt. Hier hinten bitte mal das hier. Treffe ich den überhaupt auf die Distanz? Nicht wirklich, ne? Perfekt! Ich glaube, ich muss den mal ziehen, ne? So, jetzt bitte ziehen hier. Ich werf dich wie ein Spielzeug! Nein, du ziehst ihn wie ein Spielzeug. Das ist was anderes. Warum stirbt er nicht? Jetzt ist er gestorben, sehr gut. Da haben wir noch einen Herrn mit dem Raketenwerfer. Oder eine Dame. Ich leg euch alle um! Jetzt ist im Haus, also. Kaputt gemacht. Wunderprächtig. Hier Munition. Danke. Wunderprächtig. So, da will ich nicht unbedingt runter. Ich wollte noch kurz das hinten abchecken. Da, wo dieses Loch in der Wand war. Da hier scheint es mir nämlich der Hauptweg zu sein. Und da vielleicht nicht unbedingt. Ob ich da überhaupt drüber komme? Ich kann aber mal schauen. Vielleicht komme ich hier rüber. Ne, hier kann ich nicht entdecken gehen. Ach so, das ist so ein Loch. Okay, gut. Dann hat sich das Problem auch von selbst erledigt. Das ist auch gut. Wie im Prinzip Wayne. Ich dachte, vielleicht wäre da was versteckt. Aber rein. Wir wurden entdeckt. Okay, schon wieder Gegner. Geht denn hier ab? Bitte zieh mal den hier. Ach, das geht nicht. Das wird sie umwerfen. So, den werfe ich jetzt mal da schön. Ja, ich werfe den mal hier runter. Was? Ah, hier bin ich erwischt. Yeah, hat sich Decken bewegen. Das ist der alte Kroganer hier vorne. Der olle Kroganer hier. Nein, nein. Ich krieg immer. Ich mit dem Mausrad gehe ich immer auf den falschen Knopf. Hier ist so. Guter Schuss! Und Headshot. So. Ja gut, mit der MP ist das auch relativ easy. Können wir hier mit dem Herr reden? Sutrak, Krogan. Suchtran. Sutrtank. Whatever. Na. Olle. Keule. Was geht? Sie riechen nicht wie diese Welt. 7 Nachtzyklen lang spürte ich nur den Drang zu töten. Aber sie... Etwas lässt mich sprechen. Er ist erst eine Woche alt? Er muss etwas über die Sache wissen, wenn er so lange überlebt hat. Überleben? Ja. Ich muss überleben. Aber nicht hier. Nicht gegen die Fleischwesen. Ich muss den Feind überleben, der meine ganze Art bedroht. Aber ich habe versagt, noch bevor ich die Glasmutter verlassen habe. Aha. Das hat die Stimme im Wasser gesagt. Deshalb warte ich hier. Okies Stimme? Hat er zu Ihnen gesprochen, als Sie in Ihrem Tank waren? Ich hörte die Stimme, nicht mit Ohren wie jetzt, im Inneren. Ich nannte sie Vater, das gefiel ihr, aber sie war enttäuscht. Ich bin nicht so, wie sie mich braucht. Oh. Ein Labor mit Kroganern. Bestimmt ein Versuch, die Genophage zu heilen.
Heilmittel? Davon war nie die Rede. Überleben, widerstehen, ignorieren. Können Sie mir das Labor zeigen? Ich muss mit Okir sprechen. Die Glasmutter. Sie ist oben, hinter den kaputten Teilen. Hinter vielen von euch Fleischwesen. Ich zeige den Weg. Da ist ja easy freundlich, der Typ. Für einen 7 Wochen alten Kroganer spricht er auch ziemlich gut, muss man sagen, ne? Hart und heftig. Gefällt mir. Ihr Fleischwesen seid langsam, wenn euch große Sachen im Weg stehen. Sie hätten weglaufen oder sich zu den Labors zurückkämpfen können. Warum sind Sie hier geblieben? Ich warte. Die Stimme hat es gesagt. Wenn Sie kommen, kämpfe ich. Aber ich laufe nicht weg. Und ich folge niemandem. Ich bin nicht perfekt, aber ich habe einen Zweck. Ich muss warten, bis ich gerufen werde. Und losgelassen. Aha. Na gut, dann viel Spaß. Die Sache gefällt mir nicht. Erhöhte Wachsamkeit. Sie sind frei. Rennt um euer verdammtes Leben. Sie sind alle frei. Okay, jetzt habe ich ein Problem. Nämlich keine Deckung. Und dem gebe ich das und das. Oder nee, war nicht wirklich ein Problem. War scheißegal. Ich dachte schon, ich kriege es hier auf den Sack, aber wenn ich... Wow! Shit, habe ich mich jetzt erschrocken. Zack, Kroganer. Jetzt haben wir ziehen. Alter Schwede, die Dinger sind ja riesig. Da kommt schon wieder so ein Held. Alter. Der Schwede. Das wird sie umwerfen. Wie viele sind das? Fein. Einmal das. Aufpassen! Ich kriege sowas von dem auf den Sack, wenn er mich angreift. Und richtig aufpassen. Medikit da hinten. Medigel. Und da ist noch einer. Dann einmal das, einmal das. Jetzt machen wir euch fertig. Und du machst mir bitte das. Achtung, Kroganer! Wo, noch einer? Na, da kommt noch einer. Guck mal. Und der Schwede. Einmal so, Ratz. Und einmal ziehen. Warum fliegt er nicht? Da kommen noch mehr. Einmal so, bitteschön. Das sind richtig übel, die Teile, die Dinger. So, wenn ich das kombiniere, was passiert denn? Ah, er fällt sogar runter. Boah, knapp wäre er runtergefallen. Das wäre cool gewesen. Da kommen immer mehr. Das finde ich scheiße. Noch einer. Dem gebe ich das. Sie ist einfach so aggressiv, weißt du. Die sind eigentlich gar nicht böse. Die haben nur einen Auftrag, ne? Ich würde die eigentlich gar nicht angreifen, wenn es nicht sein müsste. Immer schön Headshots verteilen. Die haben ja ziemlich einen großen Kopf. Von daher ziemlich praktisch, wenn man darauf zielen will. Ja, jetzt kommt der mit seiner Spezialfähigkeit. Komm raus hier. Danke. Das und das. Ich überlege gerade, ob es sich vielleicht lohnt, Wow, shit. Nee, das hätte sich natürlich nicht gelohnt, aus der Deckung rauszugehen. Das war sogar eine saudove Idee. Das wird sie umwerfen. Ah, warum ist er nicht runtergefallen? Das hier ausgepackt. So. Dem geben wir das hier. Das scheint irgendwie zu funktionieren gegen Kroganer.
finde ich. Also besser als viele andere Sachen, ehrlich gesagt. Nein. Falsche Waffe. Warum kannst du die Waffe nicht im Rennen wechseln? Das ist so unlogisch. Als ob das so schwer wäre. So, einmal das und einmal das. Ich leg euch alle um! So, ich denke mal, das haben wir geschafft. So, 2000 Platinen, nicht schlecht. Ich weiß aber nicht mehr, wofür wir das gebrauchen konnten. Irgendwas mit Upgrades, aber ich weiß nicht mehr, welchen Typ Upgrade man mit dem Ding... Wo war jetzt... Ach, da hinten ist die Medikit-Kiste, genau. Ich wusste doch, dass hier noch 100 Credits rumlagen. Ich will doch keine 100 Credits verplempern, nur weil ich dran vorbeispaziert bin. Das ist sau doof. Man kann die immer benutzen. So. Wie geht's weiter? Wie geht's weiter? Ich guck gerade mal kurz auf meine Uhr. Wenn ihr Pech habt, ja, ihr habt Pech. Schau mal eine an. Naja, Folge vorbei. Soweit. Denke mal, wir machen hier eine kurze Pause. Ich speichere kurz hier. F5 ist speichern. Dann würde ich sagen, hier beenden wir diese Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn euch das gefallen hat, lasst mir den Kommentar da und gebt mir den Daumen nach oben. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert doch meinen Kanal. Würde mich sehr, sehr freuen. Und wenn ihr schon mal dabei seid, liked doch unsere Facebook-Page, dann seid ihr auch immer auf dem Laufenden, was neue Videos angeht oder was Neuigkeiten, Sachen, Spielen angeht. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Mystic von TAR Gaming out.